Moin! Herzlich willkommen zur Abschlusspräsentation von Jugendhakt in Hamburg 2019. Was ist Jugendhakt eigentlich? Jugendhakt ist ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und Mediale Pfade. Es ist ein gemeinnütziges, deutschlandweites Förderprogramm für programmierbegeisterte Jugendliche. Ihr seid zwischen 12 und 18 Jahre alt, habt Interesse an Open Source, offenen Daten und damit die Welt mit Code ein Stück besser zu machen. Das Ganze gibt es seit 2013 und findet an verschiedensten Städten in ganz Deutschland statt, mit über 500 Teilnehmern. Und inzwischen sind wir nicht nur in Deutschland vertreten, es gibt uns in der Schweiz, in Österreich und auch in der ganzen Welt, in der Türkei, in Japan, in Indien, in Südkorea und Sri Lanka. Das Wichtige ist, dieses Event wird möglich gemacht von ganz vielen tollen Menschen, die viel Zeit, Energie ehrenamtlich hier reinstecken, damit ihr alle ein tolles Wochenende habt. Da wären zum einen unsere tollen Mentoren, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen, sodass, wann immer ihr nicht weiterkommt, etwas wissen wollt, oder vielleicht einfach nur mal eine Pause braucht, die sind dann für euch da. Zeigt euch, dieser Applaus ist für euch. Jugendhakt in Hamburg wird organisiert von 5 Menschen. Das sind Anne, Birte, Torben, Rieke und ich. Ich bin Hanno. Wir haben die letzten, ich würde sagen, 6 Monate ungefähr da reingesteckt, dieses Event möglich zu machen. Damit dieses Event überhaupt möglich ist, müssen wir uns und sollen wir uns und wollen wir uns bei all unseren Förderern, Sponsoren und Partnern bedanken. Da wäre die Heidehof-Stiftung, die Hohmann-Stiftung, die Joachim-Herz-Stiftung, die Behörde für Kultur und Medien der Stadt Hamburg und das Jugendinformationszentrum. Außerdem müssen wir uns und wir wollen uns bedanken beim Betehaus, dieser fantastischen Location, die es uns ermöglicht, dieses Wochenende überhaupt stattfinden zu lassen. Dankeschön! Damit wir hier diesen fantastischen Ton haben und das Video, bedanken wir uns auch beim VOG, die mitten unter euch sitzen und dafür sorgen, dass wir hier Bild, Stream und Bits haben. Aber eigentlich geht es hier gar nicht mehr um uns, sondern es geht um euch und wir sitzen hier, um endlich zu erfahren, was ihr an diesem Wochenende alles gemacht habt. Von daher würde ich Julia zu mir bitten, die euch die letzten Tage, insbesondere gestern Abend, ein bisschen angeschaut hat, was ihr alles gemacht habt, und übergebe die Moderation.